Hallo Wipiu, willkommen zur Diana Trail Scout. Ja, hier ohne Schalli, mit im Lieferumfang ist eine Überwurfmutter hier, kann man also hier draufdrehen und abdrehen. Der Schalli ist nicht verklebt, bei einigen Chaser Rifle Sets sind die Schallis verklebt, hier bei dieser TS Trail Scout nicht verklebt. Sie ist ein recht winziges Gewehr, Sekunde, Vergleich. Wer die Umax Ruger kennt, die ist länger, obwohl das ein zierliches Gewehr ist. Die sind auch beide so vom Gefühl her gleich schwer, wobei ich denke sogar, dass die Trail Scout ein bisschen ja, sogar leichter ist. Nur mal so als Größenvergleich, ne? Kaum zu glauben, aber war. Natürlich mit Schalli ist die dann die Trail Scout länger. Entschuldigung, meine Lichtverhältnisse geht nicht anders, tut mir leid. Keller habe ich keinen Bock. Klar, wenn ich ein Video mache, muss natürlich der Trecker nebenan auf dem Feld hin und her düsen. Egal. Die Waffe habe ich noch nicht geschossen. Ist out of the box. Da war so ein verdächtiges Tütchen dabei. Mit ganz vielen Dichtungen. Oha, oha. Dann die Überwurfmotor. Und dann in dem Tütchen war dann auch hier der Doppelanstich. Also da drin ist also ein Anstich drin. Andere Seite auch. Ist also egal, weil es eine Dreikapselwaffe ist. Wie rum der dann vorne in das Zylinderrohr reinkommt. Kann man im Video, das ich verlinkt habe im Forum, sich anschauen. Zur Waffe selber lege ich mal hier ein bisschen in Schatten rein. Uno, Sekundo. Der Schaft ist rau. Das ist so raues Plastik. Mal sehen, ob man das so sehen kann. Ich zoome mal richtig kräftig ran. Ist rau. Tja, wer es mag. Eingepresste Fischhaut am Griff, vorne am Unterschaft, Vorderschaft. Ja, das übliche Artemis-System, Kimme, einstellbar, Höhe, Seite und ja, Korn, denke ich mal, nicht einstellbar. Also ich sehe zumindest keinen Nomadenschraube unten drunter. Ist auch egal, die wird sowieso mit ZF geschossen. So, hier der Winzling mal von der rechten Seite. Gummierte Schaftkappe. Ja, auch der Schaft ist also ganz ansehnlich, muss ich sagen. So, Brünierung ist auch okay. Also GSG typisch, Artemis typisch. Zum Abzug, Sicherung ist klar, die ist jetzt entsichert. Und gut, dann werde ich mal die Kleine mal spannen. Sie lässt sich also sehr geschmeidig repetieren. Wir werden mal sehen, wie das jetzt hier mit der Lademulde ist. Mit dem Stück hier. Weil bei den CP1 Modellen und bei der Chaser ist es so, dass es an den Lademulden liegt, dass die Diablos nicht ja, sanft in den Ladeschacht rein repetiert werden können. Einige fangen dann an, am Ladeschacht rumzubohren. Das ist Mumpitz. Der Abzug selber ist also bekannt, ist einstellbar, DIT, Diana Improved Trigger, heißt also, ich zeige euch das, leichter Vorzugsweg, leichtes Kriechen, das ist, der ist so eingestellt, man kann das also unterschiedlich einstellen, das ist jetzt out of the box, also, leichter Vorzugsweg, leichtes Kriechen über den Druckpunkt, aha, hier seht ihr, der Druckpunkt ist schon drüber. Ich liege jetzt zwischen Drückpunkt und Auslösepunkt. So, jetzt nur noch ein Windhauch. Zack, ausgelöst. So, das machen wir dann nochmal. Uno, Sekundo. Boah, ich sehe nichts. Das spiegelt hier im Handy. So, jetzt nochmal. Ist also eine manuelle Sicherung, keine automatische. Also, die bleibt in Sicherheit, wenn sie in Sicherheit bleiben soll. So, jetzt nochmal. Vorzugsweg, leichtes Kriechen. Über den Druckpunkt, zack, ausgelöst. Also, weil der ja nun halt individuell einstellbar ist, kann ich jetzt zu dem Abzug nicht sagen. Ich kenne ihn von der Chaser her und von anderen, von der Stormrider, von meinem Kumpel. Also, gibt es keinen Mangel, nichts dran zu bemängeln an dem Abzug. Der ist also in meinen Augen super. Für ein Freizeitgewehr, allererste Sahne. Ich mach das Video jetzt, weil das Spannende kommt nämlich jetzt noch gleich. Und zwar das Implementieren dieser CO2-Kapseln. Und dann mache ich noch mal ganz kurz mit dem
ungeschossenen Lauf, noch einen Chroni-Test, ne, weil mich das interessiert. Oh, ich sehe nichts hier. Und das, ich schieße aber im Einzellademodus, weil hat jemand einen Hammer? da würde ich gerne mit dem Hammer drauf wollen, weil mit diesen, habe schon 3 Stück davon oder 4, komme ich nicht klar. Die Schraube lässt dann irgendwie manchmal nach und die Federung, die Feder innen drin, funktioniert dann irgendwie nicht. Ich mache Einzelschussmodus. So, das dazu. Jetzt kommen wir mal zur Implementierung der 3 Kapseln. So, als da wären im Teil dieses Kapselverbindungsstück, Anstichstück. Und dann haben wir hier noch den Schraubverschluss. Wäre auch interessant mal zu wissen, wenn also die Kraft der Waffe nachlässt, ob man das abzischen lassen kann. Also es wird so eingeschraubt, wenn ihr es gleich im Video nicht sehen könnt, diese Schraube hier vorne ist separat zu drehen. Das ist also ähnlich wie beim, bei der RP5. Ne? Und gucken wir mal. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen sehen. Ich hole das noch ein bisschen näher ran. Da vorne ist der Eingang des Zylinders. Da bin ich ja mal gespannt, ob ich das hinkriege. So, also, die erste Kapsel zum Anstich nach unten. Zopf. Na, ja, unten angekommen. Die zweite Kapsel nach oben. So, auch angekommen. So, dann kommt das Mittelstück. Ich hoffe, ich habe das hier alle noch im Bild. So, jetzt kommt das Mittelstück. Mit beiden Anstichen kann, ist egal jetzt wie rum. Ne? Kommt das jetzt da rein. So. Okay. Und dann diese Kapsel, die letzte Kapsel, auch wieder nach unten. So, ich hoffe, dass ich das alles richtig gemacht habe. So, jetzt wird diese Geschichte hier eingeschraubt. Ich habe es noch nicht gemacht, nicht ein einziges Mal. Ich habe es nur aus dem Video gesehen. So, geht also recht. Ja, das ist so eine Dichtung hier. Das muss ich mal sehen, wie weit es mit der Dichtung hier geht. Das ist so eine weiße, helle Dichtung. Ja, ja, man muss hier ein bisschen, ja, alles klar, so, nachziehen mit beiden Händen. Das ist so eine weiße, dicke Dichtung. Die verschwindet noch nicht so ganz im Rohr. Die muss aber im Rohr verschwinden, so wie das aussieht. So, das sieht jetzt ganz ordentlich aus und dicht. Ja, ich hoffe, ihr könnt sehen. Jetzt kommt. So. So, wie ihr seht, seht ihr nichts, Moment. So. Okay. Sekunde. So, also die Schraube habe ich reingedreht. So, jetzt kommt die Sekunde der Wahrheit. Ach, jetzt will ich das nicht so unbedingt auf den Lauf drücken. Normalerweise greift man oben auf den Lauf. Ach, ich mache das aber vorsichtshalber anders. Sekunde. Ich schaue mal, ob man das hier reinkriegt. So, mal sehen, wie hoch der Kraftaufwand ist. Schön in der Seite pressen, das Gewehr. Ja. Gezischt hat gar nichts. Ich repetiere mal. Ja, knallt. Funktioniert. Ob das Gewehr jetzt nur mit einer Kapsel funktioniert und 2 leeren oder mit 2 vollen Kapseln und mit einer leeren, das muss ich noch testen, ne? Wie schon gesagt. So, habt ihr gesehen, ist also ganz einfach hier. Ja, jetzt kommt die JSB Exakt Express. Unsere Ferraris, nein, Porsche, wir müssen für die deutsche Wirtschaft Werbung machen. Die Porsche unter den präzisen Diabolos. So, das sind die hier, 0,51 Gramm. Die werde ich jetzt im Einzelnen laden. Gut, die Kamera bringt sich rüber. Sie hat jetzt keinen Schalli drauf. Sekunde, ich schieße einfach mal so. Vielleicht kriegt ihr das doch noch mit. Ich muss eh ein paar Leerschüsse machen. Und jetzt mache ich mal kurz einen Schalli drauf. Kann man hier also vorne die Überwurfmutter abdrehen. Ja. Das dauert natürlich alles wieder. Sekunde, ich hau den Schalli jetzt mal kurz drauf. So, Schalli ist drauf und so leise ist es auch nicht. Kommt auch ein bisschen drauf an, ob Diabolo drin ist. Jetzt kein Diabolo drin. Also vorne hört man so gut wie gar nichts. Hinten, das mechanische Geräusch, ist wesentlich lauter. Des Schlagstücks. Hört ihr? Ja. Die Leute, die diese Waffe auch noch anschließend verfilmen, als Tipp, bei der Chroni-Messung den Schalli drauf lassen. Bei der Chaser, da hatte ich ja solche Messwerte,
Die ging sowas von dermaßen in den Keller. Und das lag an dem CO2-Ausstoß, ähnlich wie bei der SIG Sauer MPX. Deswegen also bei der Kroni-Messung immer den da drauf lassen. Der hat sich gerade schon geteilt hier vorne. Es geht ja hier vorne. Statt hier dreht er sich hier auf und hier vorne ist eine Scheibe, Verschlussscheibe am Dingens vorne. Die war auch schon locker. Ja, rappelig. Na gut. Präzisionstest kommt im Anschluss. Ich muss die ja erstmal einschießen. Ne? Also auf 15 Meter, 12 Meter. Schauen wir mal. So, Kroni-Test. Wohlgemerkt, dran denken, diese Waffe ist noch nicht geschossen worden. Also die ersten 10 Schüsse können richtig in den Keller gehen. Ne? So, gucken wir mal. Wir haben auch nur 12 Grad, 13 Grad hier draußen. Also jetzt nicht gleich enttäuscht sein. Abwarten, bis Nobby das erstmal im Haus gemessen hat. Ne? Das hier nur mal als Info. So, erster Schuss. Mach nicht so nah ran. 6,2. Ja, ich bin immer auch gleich enttäuscht. Aber es ist ein bisschen kalt draußen. Also keine 20 Grad. Zweiter Schuss. Ein bisschen weiter entfernt. 6,2 konstant bei 156 Meter Sekunde. Ja, ich hatte schon vermutet, dass die vielleicht ein bisschen schwach ist. Also über 7, ob die da über 7 kommt, das bezweifle ich aber stark. Das bezweifle ich aber stark. Da muss der Olja mal wieder am Transferport ein bisschen rumnuckeln. 6,3. So, jetzt wartet ihr mal ein bisschen bitte. Ich mache mal ein paar Schuss durch. Und dann melde ich mich gleich nochmal. Jetzt mache ich natürlich gerade die Kamera aus. Da gibt es auch 6,5. Ja, komm, lass ich laufen. Ja, es ist ein bisschen zu kalt draußen. Ja, vielleicht kriegen wir sie doch noch auf 7. Also wie schon gesagt, sie ist ungeschossen und 6,3. Kann auch gut sein, dass die mit schweren Diablos, wie zum Beispiel die Chaser bei mir, oder aber die Ruger. Die Ruger liegt also mit schweren Diablos den Hornet. In, was haben die? 0,6, tralala, 6,2. Liegt die bei knapp über 8 Joule. Ne? Also das muss ich bei dieser Waffe auch erstmal alles testen und ausprobieren. 6,2. Ach, wisst ihr was? So, ein Schuss. Kann ein bisschen länger dauern, ist ja Wochenende. 6,3. Ich hole mal kurz die H&N Field Target Trophy. Die haben ja hier 0,51 die JSB. Ich hole mal schwere Diablos in 0,56. Mal sehen, ob wir da einen positiven Effekt sehen. So, jetzt habe ich die Field Target Trophy geladen. Wie ihr sehen könnt, 0,56. Ja, geht noch. Die gehen irgendwie schwer in den Ladeschacht rein, habe ich gerade gemerkt. Oh, oh. So, erst einmal 3 Schuss. 6,4. Ja, der erste Schuss, der muss ich wieder neu verbleien, der Lauf. Oh. Once again. 6,4 konstant. Ja, die laufen konstanter. Aber auch nicht wesentlich höher. Ja, wie schon gesagt, 0,3, 0,4 Joule müsste dazu rechnen. Einige H&N Field Target Trophy lassen sich wirklich schlecht laden. Ja. 6,3. Nee. Das kann auch ein bisschen hier an der Temperatur, Außentemperatur liegen. 6,4 bleibt dabei. Okay. Jetzt habe ich die Hornets geladen. Auf der Dose steht 0,57 drauf. Ihr habt das sehen könnt. Ich habe aber 0,58 eingegeben, weil die teilweise doch schwerer sind. 0,58. Dann schieße ich auch mal ein paar Schuss. Ja, so mache ich das mit dem Test. Anfangstest. So, Hornet. 6,3. Ja, der erste Schuss hat nie was zu sagen, weil der Lauf jetzt wieder neu verbleit wird. 6,3 konstant bei 147 Meter Sekunde. Und noch 6,3 konstant. So, der letzte.
6,2. Okay. So, Google, wie, ach, wie Google. So, wie ihr sehen könnt, 13 Grad haben wir hier. Also, wie schon gesagt, ist zwar ein bisschen hier in der Sonne, aber ja, mir ist es also nicht besonders kalt. Ne? Aber es sind 13 Grad, weil die Arbeitstemperatur von CO2 liegt bei 20, 21 Grad. Dann haben die also 58 bis 60 Bar Druck, die Waffen. Also, wie schon gesagt, noch nicht verzweifeln. Das kann auch so 0,5 Joule weiter hochgehen. Kommt ja auch mit ein bisschen auf die Präzision an. So, Fazit zu dem kleinen, führigen Gewehrchen. Macht Spaß. Wird bestimmt zuverlässig laufen. Kennen wir ja von den Chaser-Modellen. Artemis-Systeme laufen. Der raue, angeraute Schaft, Plastikschaft hier. Ja, ist halt Geschmackssache. Aber es knarzt nichts momentan nicht. Ist alles ziemlich fest. Ja, bis auf den hier, der hat gewackelt hier vorne, die Scheibe hat gewackelt. Bis auf den Schalli. Aber schön, dass er abnehmbar ist und nicht verklebt ist. Und der Dings, den müssen wir uns nochmal angucken kurz. Den Ladedorn. So, ich habe es gerade probiert. Also der Ladedorn ist nicht wackelig. Läuft sauber in der Führung. Also, das, was hier wackelt, ist nur der Repetierer. So, doch. Hier muss noch ein bisschen geölt werden, auch der Abzug. Ja, hier sind die Abzugsschrauben noch zu sehen. Ja, aber ein bisschen längeres Video. Ich habe es einfach jetzt so gemacht, wie ich es mache mit neuen Waffen. Auspacken, angucken, Bedienungsanleitung nicht gelesen. Ne? Einfach mal selber erforschen. Stutzig machen mich diese ganzen Dichtungen hier. Diese kleinen Dichtungen, die kenne ich vom Lauf her, die kleinen roten hier. Aber das macht mich alles so ein bisschen stutzig. Das müssen wir noch im Forum eruieren, wozu die alle gut sind. Die Leute, die das sind Ersatzdichtungen, hundertprozentig. Na gut, schauen wir mal. So, Dankeschön fürs Zuschauen. Habt ihr Fragen? Werden in den Kommis unten bei YouTube nicht beantwortet, sondern nur im Forum müsst ihr euch halt anmelden oder dort lesen. So, das war es erstmal. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen schießen. Das Video natürlich hochladen. Und da kommt jetzt ein ZF von, glaube ich, von Röhm drauf. Und ja, das kann jetzt noch mal ein bisschen dauern. Was haben wir heute? Freitag? Ja, ich denke mal, Sonntag dürfte die ersten Präzisionsergebnisse vorliegen. Okay, dann bis später. Euer Navi. Tschüss.